Willkommen, meine Lieben, hier bei Geos Openings. Heute habe ich was ganz Tolles für euch. Wir haben nämlich 1, 2 mal Despota V-Tin-Box gegen Empoleon 2 mal V-Tin-Box. Was meint ihr? Wer wird das Rennen machen? Wo werden wir die besseren Hits rausziehen, Leute? Das werdet ihr heute erfahren. Viel Spaß dabei! So, meine Lieben, wir haben die schönen Tinboxen von der Folie befreit. Wir fangen direkt an. Ich packe erstmal hier aus mit 10 heute zusammen. Oh, Leute, ist das Farbenschock wieder am Start. Es ist Farbenschock am Start. Richtig geil. Da kann es knallen, ihr wisst Bescheid. So, der nächste, bitte sehr. Die schönen Promokarten, 2 Stück haben wir hier. Das mache ich mal wieder zu. Komm beiseite. Und zweimal Despotatin gegen Empoleon. Wir werden sehen, was besser gegönnt hat. Oder mehr gegönnt hat. Oh, Farmschock wollen wir lieber zuletzt, oder? Ja, doch, Farmschock ist geil, ey. Die machen wir am Ende. Wir fangen mit Clash der Rebellen an. Zweimal. So, mein Lieben. Dann gucken wir mal, was uns hier drin erwartet. Ich hoffe doch nur Gutes. Der ist für euch. 4 Stück nach vorne und es geht los. Belzebub, ein Hyperheiler, ein Trainingsplatz. Oh, wo ziehe ich denn die Karten? Hier muss ich hin. Hokumil, ein Fukano, ein Bemon, ein Skoppel haben wir hier am Start, ein Paragoni, ein Meditales Reverse und hier ein Barakiva. So, direkt weiter, Leute, direkt weiter. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Hier haben wir einen schönen Code für euch. 4 Karten nach vorne und es geht los. Energiekarte, Sanya Trainerkarte, ein Pelipper, ein Bronzong haben wir hier, ein Smogon, ein Shinox am Start, ein Galamakabaja, ein Knapfel, ein Brimova, Ego Anna Reverse, mein Lieben, und der Hit, ein Kubuin. Als Holo, der bleibt hier, das ist gut. Der sei uns gegönnt. Aufziehen der Sturmröte, Sonne, Mond, mein Lieben. Sonne und Mond. Der kommt weg. Einmal Code für euch. So. Und wir machen weiter. Hydragil, Kokuna, eine Samantha, ein Picochila, ein Chamaup. Ein Quikel, ein Warblu, ein Spoink haben wir hier am Start, ein Laukaps als Reverse und hier ein Kommandutan. So, letzte Aufziehen der Sturmröte, mein Lieben. Gucken wir mal, was uns hier drin erwartet. Der ist für euch. So, ein Alpollo. Eine flotte Hüfttasche, Mediras, das Drachen-Pokémon, ein Carpador, ein Skoppel, ein Chalelos, ein Remoraid, ein Menki, ein Tragosso Reverse und ein Staraptor. Ein Staraptor, ja, Staraptor war das. Ja, bis jetzt nur eine Holo leider, ne? Bis jetzt nur eine Holo, aber wir haben ja noch Farbenschock, Leute. 4 Stück Farbenschock. Das ist doch geil. Ich fange direkt an. Was wir haben. Kein Farbenschock. Ich brauche ein paar Amazing Rares, Leute. So. Zur Seite. Eine Wasserenergie. Ein Potrot. Schichtenergie. Ein Galaflunschlick. Ein schönes Schwalbini hier. Ein Wuffels, was sich kratzt, ein Voltoball haben wir hier, ein Fifien, ein Choupette, ein Zaplalek Reverse und, oh, Leute, geil, 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 und der ist schon seltener, mein Lieben, der ist schon seltener, den hätten wir als Reverse gebraucht, aber egal, ich nehme den sehr gerne an, ich spinne euch ein, was der im Moment kostet, der ist bestimmt auch, der kostet keine 2 Euro, ich sag euch, der wird mehr kosten, ich bin gespannt, geil, ey. Mir schon mal einen schönen Glurak hier gezogen. Nicht schlecht. So, meine Lieben. Samurzel.
haben wir hier am Start Picuda, ein Flecknoil, ein Evoli, ein Owei, Zobiris Reverse und ein Elfen. So, das war, oh, ein Glutex hatten wir noch hier am Ende. Passt natürlich zum Glurak, den lassen wir dort. Zwei Booster noch. Die werden noch aufgemacht. Und dann schauen wir mal, ob es geknallt hat. 2, 3, 4. So, Liga-Angestellte. Ein Makago, ein Fletiamo. Und Leo. Ein Weilmer. Ein Ganovil. Ein Riolu. Ein Castadur. Ein Picuda Reverse. Und ein Rabicado. Okay, Leute, das hat noch nicht gegönnt. Damit haben wir noch einen letzten Booster. Vielleicht gönnt er ja noch. Vielleicht gönnt er uns ja mal was hier. Raus mit dir. Okay. Okay. So. Eine Wasserenergie. Pentantel. Trainer. Ein Britzigel. Ein Ganovil, ein WhatsApp von mir am Start, Castadur, ein Supet, ein Mehikel, ein Tunnel Reverse und ein Wolverock. Leute, schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Also, zweimal Despotar. Das hat uns zweimal Despotar gegönnt, nicht mal eine V. Aber den Glurak haben wir gezogen. Wir haben mittlerweile geguckt, es geht so um die 3 bis 4 Euro geht der weg. Glutexo. Und ein Kubuin ist noch mit am Start. Ich komme beiseite. Und wir tun die 3 Hits mal hier hin. Und gucken mal, ob die Empoleon Fountainboxen merken. Hier haben wir immerhin Kampfstile drin anstatt Farbenschock. Das ist übrigens der Unterschied. Wie gesagt, die englischen Tins, meine Lieben, die haben noch Steam Siege aus dem XY-Set drin. Hier haben wir die leider nicht, in den englischen leider nur. Aber okay, wir werden jetzt sehen, was wir hier draus ziehen. Und haben natürlich Spaß dabei. Kampfziele machen wir als letztes. Aufziehen schon wird das auch ein richtig geiles Set. Flash der Rebellen 2. So, machen wir Flash der Rebellen auch als letztes. So, dann schauen wir mal. Der ging auf, ein Code für euch. So, Stahlenergie haben wir hier am Start. Ein Laternecto, ein Pokéball, ein Brimano, ein Vulpix haben wir hier. Ein Sankabu haben wir hier am Start, ein Voltoball, Iguana, ein Duselgur, Bronzong Weavers und die Rare, ein Sanaconda V. Nicht schlecht. Schon mal eine V-Karte. Schon mal eine V-Karte haben wir gezogen. Aus Clash der Rebellen. Das zweite Pack. Einmal Code. So. Ein Luxio. Die Olivia, die Trainerkarte. Ein Flammenhalstuch. Ein Sichlor. Primova. Ein Gala Flampion. Ein Dusselgur. Ein Schneebedeck, ein Grabbit Reverse Holo und die Rare ein Ele Voltec, was richtig stabil aussieht, mein lieber Mann. So, der kommt auch noch zu dem Stapel und wir machen weiter mit Aufziehen der Sturmröte, mein Lieben. So, so. So, wir machen direkt weiter, Jekelena. Hier der Code für euch. So, das ist alles Aufziehen der Sturmröte. Konterfänger, eine Kampfdisk, eine Konterenergie, Chalelos, ein Kapuno, Alola Kleinstein, ein Remoraid, ein Stolunio, ein Hydragil, Reverse und ein Stolos Holo. Der sieht doch geil aus, Leute, oder? Was sagt ihr dazu? Das Artwork sieht mega aus. So, den tun wir hier hoch. Mit dem Sanaconda. Aufziehen der Sturmröte. Zweites Pack.
Ich bin gespannt. Den. 3, 4, so. Ein Emolga. Flumkiefer. Ein Groink. Ein Felusi. Ein Traumfugil. Ein Palimpalim. Mehikel. Ein Laukaps. Das Sminky jetzt als Reverse. Der kommt auf jeden Fall mit in die Sammlung. Und ein Noctuska. Ja, Leute, eine Hole haben wir gezogen daraus. Jetzt kommt Kampfstile. 4 Booster. Fangen direkt mit dem ersten an. Schauen wir mal, was hier drin ist. Ich hoffe doch was Geiles. 1, 2, 3, 4. Seite und es geht los. Ein Observer, wo kommt der jetzt hin? Das ist ein neuer Stapel, mein Lieben. Der kommt hier hin. Ein Duokles. Ein Krebutak. Schwertort und Schildrisch, ein Shinux, ein Thermopod ist hier im Start, ein Habitak haben wir noch, ein Onyx, ein Knofenser, Reverse Ibitak, den ich sehr feier übrigens, und ein Victini V Full Art, Leute. Mein lieber Mann, also ich würde sagen, die zwei Boxen, die haben schon mal gewonnen, ey. Die sieht ja richtig geil aus. Mann. So, schauen wir uns mal den Zustand an. Also das Artwork gefällt mir sehr. Macht hier ein schönes Peace-Zeichen hier geil an. Aber, was sehen meine Augen denn hier? Boah, was haben die denn hier für ein Cut hingehauen, ey? Seht ihr das? Ich hoffe, man kann das durch die Kamera sehen, dass es hier unten sehr viel Silvering ist. Sehr schlecht geschnitten. Gucken wir uns mal die hintere Seite an. Ja, der Zustand ist nicht der beste, Leute. Aber der hat gefehlt in der Sammlung, also nehmen wir den sehr gerne an. Eine sehr schöne Full Art. Gefällt mir, Leute, gefällt mir. So, nächste. Der nächste. Es geht weiter. Ein Knierfisch, ein Groink, Trainerkarte, ein Seensekt, ein Shinux, ein Psiao, ein Klonkett, ein Molunk, ein Seemon hier als Reverse und ein Sazenia die Rare. So, zwei haben wir noch, beziehungsweise ist das jetzt der vorletzte. Ah, Leute, hört ihr das? Das triggert mich. Das ist super geil. Super, super, duper geil. So. Kommt jetzt hier raus. Das ist für euch. 1, 2, 3, 4. Und es geht weiter. Die Rasia, Fossil, das ist die Maastricht, Femicula, ein Galaflekmon, ein Praktibald, ein Psiao, ein Electek, ein Schlurp, ein Fornifras Reverse und ein Schlurpleck nochmal. Das heißt nochmal, das ist die Weiterentwicklung von Schlurp gezogen. Leute, wir sind am letzten Booster angekommen. Bis jetzt hat auf jeden Fall, also ich muss schon sagen, die zweite Box hat auf jeden Fall gewonnen. Die zweite Box hat auf jeden Fall gewonnen, allein wegen diesem schönen Victini V hier. 2, 3, 4. So, ein Seemon, ein Schnurgast, Connys Fokus, ein Shinux, Unduster, Gladiantri, ein Tragos. Was meint ihr, Leute? Ziehen wir hier noch was Geiles raus? Ein Remoraid, ein Spoink Reverse und ein Manti, der, Leute, als Rare. Ja, schade. Was heißt schade? Also das letzte Pack war nichts, aber wir haben so ein Anaconda, ein Stolos und ein Victini V in Full Art hier gezogen. Das sind schon wirklich, also das Victini gefällt mir sehr, ihr seht es auch. Wie ich schon mal gesagt habe, Leute, ich finde die neuen V Full Art Karten richtig geil, weil die so kontraststark sind. Sieht richtig gut aus. Das gefällt mir. So, das war jetzt Empoleon. Die drei haben wir wieder rausgezogen, die jetzt. Und das hier war die Despotatin, die zwei Stück. Okay, Glurak haben wir gezogen, ein Glutexo dazu passend und ein Kubuin Holo, Leute. Ich würde sagen, ich hoffe, wir sind alle einer Meinung, dass die Empoleon-Box gewonnen hat, Leute. Leute, wenn ihr mehr so Battles sehen wollt zwischen zwei verschiedenen Sachen, wie gesagt, schaut auf Instagram unter Geos Openings in der Story, da sind fast täglich immer Battles drin, was wir als nächstes aufmachen sollen. Ihr könnt es entscheiden, Leute.
Wir sehen uns bald. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, lasst einen Daumen da, Leute. Bis bald, bleibt gesund.